Ja, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Das wird hier jetzt ein kleines Ferienprojekt, was ich während der Ferien aufnehmen werde. Es heißt Valiant Hearts The Great War. Ja, und es ist so ein Spiel, was mit Krieg zu tun hat, allerdings nicht so, es ist nicht so gewalttätig. Na gut, es ist ab 12, aber das Spiel ist sozusagen nicht gewalttätig. Da wird mehr so geschichtlich erzählt, wie der Erste Weltkrieg verlaufen ist. Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich würde mal sagen, schaut es euch selbst an. Ich drücke jetzt an Taste, also Leertaste. Und würde sagen, das spiele ich diesmal auf dem PC. Ich muss mich ja etwas verkrampfen wegen der Maus. Warte, vielleicht, wenn ich die Tastatur, die andere von meinem anderen Computer, den ich ja ein bisschen weiter wegschiebe, dann geht das. Ja, und wie ihr seht, habe ich schon ein neues Spiel angefangen. Da habe ich so ein bisschen mal ausprobiert, wie das mit der Aufnahme und so klappt. Hier auf dem anderen Rechner sehe ich gerade, alles läuft perfekt im Moment. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, und eigentlich wären wir bereit. Oh, man sieht meine schöne Sporthose hier. Mach mal das. Setze ich mich mal anders hin. So. Okay. Ja, wie gesagt, wir spielen Valiant Hearts The Great War. Ja, und ich habe schon ein Spiel angefangen. Ich habe schon ein Spiel angefangen, aber wir machen jetzt nochmal ein neues Spiel. Los geht's. Weiter. Okay, schalte das System nicht aus, wenn folgendes Symbol auf dem Bildschirm erscheint oder sowas stand da gerade. 1. August 1914. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Wenige Tage nach Karls Abschiebung forderte der Krieg einen weiteren Tribut und trennte Marie von ihrem Vater Emil. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Sermiel zu den Waffen zu melden. So wie Millionen anderer hatte er nicht die geringste Ahnung, welches Schicksal ihn erwartete. Okay, und jetzt spielen wir das Ganze auch. Also, hier kann man weiter vorlaufen, das machen wir jetzt auch. Und was macht er hier? Er schreit uns an, das geht hier mal gar nicht. Und hier haben wir jetzt, wenn wir Tab drücken, eine Faktenübersicht, die kann ich ja mal kurz vorlesen. Die Kriegserklärungen. Im Juni 1914 führte das Attentat von Sarajevo auf den österreichischen Thronfolger aufgrund der europäischen Bündnissysteme zu einer Kettenreaktion, die einen bewaffneten Konflikt heraufbeschwor, der selbst die Kolonien in Afrika und Asien und schließlich auch die USA erfasste. 1. August, Deutschland erklärte Russland den Krieg. 3. August, Deutschland erklärte Frankreich den Krieg. 4. August, Großbritannien erklärte Deutschland den Krieg.
11. und 12. August Frankreich und Großbritannien erklärten Österreich Ungarn den Krieg. Ja, das war was. Auf jeden Fall. Und gehen wir mal hier weiter. Unser Emil zieht sich um. So, und jetzt werden wir auch bereit und können weitergehen. Ich hoffe, die Aufnahme läuft. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich muss zurückgehen. So sieht. Und da Leertas drücken. Und jetzt tötet er hier. Okay, wir müssen wohl hinterher. Jetzt kann er auch sogar joggen, der alte Mann. Weiter geht's. Jetzt lernen wir hier so ein bisschen zu kämpfen. So ist das jetzt erstmal so ein einziger Tutorial. Jetzt müssen wir uns sie, glaube ich, nehmen. Mit einer Leertaste machen wir das. Oh, ich darf nicht weiter. Ist ja gut, Mann. L, und jetzt müssen wir hier. Na, dann. Gucken. Dann mit. Jetzt feuern wir es ab und mal gucken, ob wir ihn. Ja. Wir haben die Bombe geworfen und er ist erledigt. Weiter geht's. Ja, wie ihr seht, das ist gar nicht so gewalttätig. Das ist, wie gesagt, ab 12 Jahren und das ist kein Spiel. Das ist mehr so geschicklich erzählt und irgendwie. Die Grafik finde ich auch gut. Keine Ahnung warum, aber irgendwie gefällt mir das Spiel jetzt schon. So. Bravo, Madame. Bravo. Okay, jetzt läuft er wieder ganz langsam. Und es. Ah, erstmal die Nationalhymne hören. Wir dürfen sogar hochfahren. Flagge hissen. République Française. Meine liebe Marie, wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe, die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emil am Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs auf den Mann, an dessen Seite er bald kämpfen würde. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden soll. 14. August 1914. Gar noch irgendwas. Und die haben wir verjagt. Und ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Und da haben wir jetzt, hier können wir nochmal gucken, das August-Erlebnis. Der Kriegsausbruch wurde von den Bevölkerungen der meisten beteiligten Nationen erstaunlich gelassen aufgenommen. In Deutschland rechnete man mit einem schnellen Sieg über die Erzfeinde Frankreich und England und selbst die pazifischen Sozialdemokraten konnten sich mit dem Krieg arrangieren, da es im Osten gegen den reaktionären Zaren ging. Auch eine ganze Reihe von Künstlern und Intellektuellen nahmen den Krieg mit Begeisterung auf und meldeten sich in einer Art nationalen Trommel freiwillig zu den Waffen. Und was ist, wenn wir hier Objekte haben wir noch? Fakten. Ja, Objekte, Fakten und so. Ich glaube, später gibt es auch noch ein Tagebuch. Aber das kommt wohl erst später. Oh, ich darf hier nicht her. Ja, was willst du denn? Er will Wein. Ich glaube, der war da vorhin. Ja. Darf ich mir doch bestimmt nehmen, oder? So. Ach so, ja, Entschuldigung. Wo war das denn? Doch hier, oder? Hä? Ja, das war da. Ich würde den gerne haben, mein lieber Freund. Ja, einfach mal genommen, ja, und
Den kriegst du von mir. Hier hast du. Ja, okay, und er geht weg und wir können weitergehen und mal gucken. Ah, neues Tagebuch freigeschaltet. Das meinte ich nämlich mit dem Tagebuch. Nur wo haben wir es? Objekte. Oh, wo ist das Tagebuch? Tagebücher. 12. August 1914. Heute habe ich im Militärlager mit meiner Ausbildung begonnen. Ich muss immer an Karl denken, der wahrscheinlich in Deutschland dasselbe tut. Die Kriegserklärung hat für Chaos gesorgt. Ich hoffe, Marie und die Nachbarn haben es geschafft, die Ernte rechtzeitig einzufahren. Das ist wohl auch seine größte Sorge, glaube ich. Und ja, wir setzen das Ganze mal wieder fort. Da darf ich noch nicht hoch. Was wollt ihr denn? So, ich muss hier spielen. Also ich würde sagen, erstmal die Trommel. Danach der Bass. Dann die Klarinette, also die Blattstimme und die Trompete. Die Musik, die gefällt mir. Irgendwie finde ich die gut, aber Ubisoft ist ja bekannt für tolle Musik, wenn man die Assassin's Creed sieht. Ja, die sind einfach nur gut, aber da kann man richtig mit tanzen hier. Komm, wir tanzen mal eine Runde. Naja, kann ich mir ja im Display nochmal anhören. So, und jetzt können wir hier die nächste Pfeife betätigen. Und jetzt werden die hier auch noch verjagt. Und dann wäre unser Schiff da oder was das da sein soll. Ja. Wird er nicht mehr bedrängt von irgendwen. Also. Einmal schön die Hand schütteln hier. Wo kommt er her? Er kommt aus Amerika und hilft den Franzosen. Auch eine nette Geste. Und wir müssen weiter. 21. August 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. Oh, wir dürfen sogar die Fahne tragen. Ist ja wohl mal eine Ehre, würde ich behaupten. Wie der läuft, der General oder wer das ist. Weiter geht's. Und die Pfeife. Und somit dürfen wir angreifen. Da sind die Deutschen. Schießen mit Kanonen. So war das im Ersten Weltkrieg. Heutzutage. Ja. Andere Waffen. Modernere. Sag ich mal so. Oh, Mist. Nicht aufgepasst. Naja. Okay, wir können nochmal machen. Oh, wieder Glück gehabt. Wie auch. Das ist gefährlich, ey. Ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt verkacke ich hier schon wieder in dem Spiel. Nicht schon wieder, aber ich verkacke gerne in so. Naja. Computerspiele, da bin ich nie so der Oberprofi drin. Na gut, Omni geht ja noch. Aber Omni ist ja auch was anderes. Das ist ja eine Simulation. Aber so Tim und Spieler habe ich ja auch mal abgekackt. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an Tim und Struppi, würde ich mal behaupten. Weil, oh. Das war's. Aber weiter geht's. Brutal ist das ja. Aber wir laufen immer weiter und müssen ja wirklich aufpassen. Wir sind schon zweimal gestorben, aber ich glaube, es gibt hier keine begrenzte Sterbezahl oder wie oft man kommen darf. Das ist ja echt brutal. Man sieht ja wirklich kaum was. Oh. Mademoiselle Marie Chaillon, Soldat Emile Chaillon aus dem 150. Infanterieregiment, wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben.
Wir hoffen, dass Sie baldigst Nachricht von ihm erhalten.